Ja, wie ihr im Pre-Intro schon gesehen habt, geht es um den Pyromanten, um das Anomaliebild. Ich habe mir größtenteils die Sachen aus dem Internet mit Guides zusammengesammelt und gesucht. Und so wie ich es jetzt gerade spiele, läuft es in Solos und zu zweit oder zu dritt auf jeden Fall ziemlich gut. So, also Skills hatte ich dabei: Hitzewelle, fügt Verbrennung hinzu, dann hatte ich Überhitzung, fügt einen Gegnern 7k Schaden zu und unterbricht die Fähigkeit. Wenn sie von Verbrennung betroffen sind, kriegen sie 99k an Schaden. Dabei wird aber der Verbrennungseffekt verbraucht. Das heißt, wenn ich das aktiviere und Feinde haben keinen Status, kriegen sie wenig Schaden. Wenn sie schon brennen und ich mache das, dann kriegen sie mehr als das Zehnfache. Und bei der Brandbombe bekommen die Gegner, die da drin stehen, Verbrennung und werden unterbrochen. Und bekommen halt 28k Damage. Und wenn ein Gegner durch diese Fähigkeit stirbt, geht er in die Luft und explodiert. Und alle Gegner um ihn herum bekommen 250k Damage obendrauf. So, hier ist noch mein Skill Tree. Bin größtenteils, so weit wie es ging, auf Abklingzeit gegangen, weil man halt die ganze Zeit die Fähigkeiten usen muss, sonst stirbt man. Und weil es halt auch die größte Schadensquelle ist. Ja. Waffen habe ich leider immer noch nicht. Diese Schrotflinte, wenn man mit dem ersten Schuss einen Gegner trifft, kommt da irgendwie ein Komet vom Himmel, der auch nochmal 250k macht. Und das ist halt schon ziemlich strong auf jeden Fall. Da bin ich noch am Farmen. Hab so lange als Primärwaffe halt jetzt die Route mitgenommen. Was aber eigentlich an sich egal ist. Es geht mir nur darum, dass diese Waffe Statuskraft drauf hat, damit meine Verbrennung nochmal ein bisschen stärker wird. Und als Secondary ist eigentlich auch total egal, sollte halt auch Statuskraft haben. Und die Handfeuerwaffe ist eigentlich auch komplett egal, weil man halt wirklich mit den Waffen nicht arbeitet. Wenn es um die Mods geht, wäre die Primärwaffe eigentlich halt diese Schrotflinte, die halt die Kometen von den Himmeln holt für 250k. Und die zweite Mod ist die Festung, wo man halt 43%, also bis zu 43% deiner Rüstung als Schadensbonus dazu bekommt. Das heißt, alles an Schadensbonus, also nicht nur den Waffenschaden, sondern den allgemeinen Schaden. Und das ist halt schon ziemlich stark. Also, ja. Zusammen mit der perfekten Waffe noch stärker. Dann auf der Backbar. Ich sag Backbar, ich spiele zu viel ESO. Haben wir. Ist eigentlich egal, was für eine Waffe. Haben wir halt irgendeine Schrotflinte oder sonst was. Irgendwas, was auf jeden Fall nicht super schnell nachlädt, weil es geht um die Mod Klang der Winde. Und zwar, wenn wir diese Waffe leer schießen, laden wir nach und kriegen diesen Impuls. Und dieser Impuls macht alle 8 Sekunden, war das, glaube ich. Genau, steht hier 387k Schaden. Ich habe aber schon 1,5 Millionen Schaden gehabt. Es kommt halt drauf an, wie der Gegner halt gedebufft ist und sonstiges. Und diese Waffe benutze ich eigentlich gar nicht, bin halt nur auf der Frontbar. Also auf der ersten Waffe. Und alle 8 Sekunden switche ich halt. Also das kommt, es wird umgewechselt, dann fight ich weiter. Ganz normal. Und dann gehe ich wieder hier drauf. Dann wechselt der nämlich wieder automatisch zum Nachladen, weil die Waffe hier leer ist. Und das Beben kommt wieder. Und das halt alle 8 Sekunden. Wenn man es zu früh macht, wird der Cooldown nicht runtergesetzt. Es passiert halt nichts. Und so halt die ganze Zeit. Alle 8 Sekunden auf die zweite Waffe gehen. Der will die nachladen, bevor das Nachladen fertig ist. Wieder umswitchen. Und ja. Das war's dann soweit mit den Waffen. Das Set, was ich jetzt zusammen habe, ist halt von der Lavaspinne. Da ist halt am besten der Kopf, Brust und die Beine. Wegen den Dreiermods, die halt schon vorher drauf sind.
Und halt Lebensentzug durch Fähigkeiten und die Statuskraft vor allen Dingen und auch Abklinkreduktion. Das ist halt auch sehr wichtig. Wir müssen halt die Fähigkeiten die ganze Zeit abhaben. Ja, die Feuerwand wird breiter hier auf der Dreiermod. Die war halt schon drauf. Dann wichtig, wenn wir welche mit der Hitzewelle treffen, dass die 8 Sekunden lang 25% Schaden bekommen. Und zwar nicht nur durch uns, sondern auch durch unsere Teammates. Das heißt ein bisschen Support. Hier habe ich das drauf, dass die Überhitzung 50% schneller wieder da ist, was ziemlich stark ist, finde ich. Da kommt hier eigentlich noch eine dritte, also noch eine Dreiermod drauf, die nämlich für das Beben, für diese Fähigkeit hier, bewirkt, dass alle Feinde, die irgendwie damit in Berührung kommen, auch nochmal 40% extra Damage kriegen. Die Mod habe ich leider noch nicht. Wenn ich die habe, dann geht der Damage natürlich auch nochmal in die Höhe. Dann bei den Beinen ist Anomalie-Echo drauf. Das ist was Klassisches mit Anomalie und Waffenstärke dazu. Nur dass hier die Waffenstärke nicht so stark ist und dafür aber die Anomalie. 25% erhöhten Schaden gegen Elite-Gegner. Sehr wichtige Mod. Ich weiß leider jetzt nicht, wo die drauf war. Dann habe ich hier zwei Epic-Sachen. Da habe ich auch geguckt, Anomaliekraft, Abklingreduktion und dann eigentlich noch Statuskraft. Bin ich noch am Farm. Ja, dass ich die Brandbombe nochmal machen kann. Und dass Feinde, die schon von der Fähigkeit betroffen waren, aber der Statuseffekt nicht verbraucht wurde, kriegen nochmal fast 50k extra Damage. Und dann haben wir hier bei den Schuhen auch eine ganz wichtige Fähigkeit, eigentlich auch beide. Und zwar einmal, dass ich jedes Mal, wenn ich die Fähigkeit nutze, also auch im Nahkampf, kriegen Gegner um mich herum halt 50k steht da an Damage. Und das ist halt schon nicht schlecht. Es unterstützt sehr gut. Und dann habe ich noch den Koloss dabei. Ne, den Golem. Der hält halt, wenn wir dann zu viel Damage kriegen und müssen ihm kurz in Sicherheit, hält er halt ziemlich viel Damage ab. Da gibt es noch andere Mods, die man dann dagegen austauschen kann. Zum Beispiel gibt es hier die Mod jedes Mal, wenn ich einen Statuseffekt mit der Fähigkeit verbrauche. Mit dem Überhitzen kriege ich halt einen Rüstungsbonus von 52k, 8 Sekunden lang. Und da ich die halt alle 4,6 Sekunden drücken kann, ist es halt schon nicht schlecht. Auf jeden Fall. Dann gibt es aber auch zum Beispiel nochmal sowas wie... Nein, da nicht. Hier, das erhöht auch nochmal meine Rüstung und mein Widerstand, und zwar generell. Da muss man natürlich dann überlegen, dann hat man das hier noch drauf. Ja, wo ist es? Da, Festung. Das heißt, es ist nochmal ein bisschen mehr Damage, da kann man halt... Man kann halt rumexperimentieren, auf jeden Fall. Ja, also ich gucke immer meistens, dass ich erst meine Feuereffekte drauf packe. Und dann als letztes, wenn ich sehe, dass die Gegner vor mir brennen und alle Fähigkeiten abbekommen haben, drücke ich die Überhitzung. Weil dann halt der Damage halt noch viel, viel höher ist, als wenn ich die Überhitzung nur drücke. Ja, zu guter Letzt zeige ich euch jetzt dann noch meinen kompletten Lauf. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Ich gucke, dass ich noch ein Video hochlade, wo ich dann was mit den Godrolls und den ganzen Mats mache, wie man die am besten bekommt und schnell bekommt. Und dann noch auf jeden Fall den Pyro-Bild mit den Waffen und den Bullets. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde mich auch freuen. Und dann viel Glück auf Enoch.
ins Spiel.